Eidechsen, Schildkrötli oder Schlangen. Exotische Tiere bringen einen Haufen Geld und werden darum immer wieder über die Grenzen geschmuggelt. Die Weltzollorganisation sieht das gar nicht gern und setzt auf Ausbildung, auch über die Grenzen raus. 13 Zöllner aus afrikanischen Ländern sind darum für eine Woche am Flughafen Zürich in einem Workshop. Hier lernen sie, wie man illegale Waren auf die Spur kommt. Dorothee Andreck. Das Gepäck aus dem Flug von Atlanta, der heute Morgen in Zürich gelandet ist, zählt nicht zu den Hochrisikoflügen, wo Wildtierprodukte drin vermutet werden. Aber ein genauer Blick auf den Röntgenscreen lohnt sich immer und will gelernt sein. Das sind neue Materialien. Hier haben wir Computermaterial, das, was hier blau ist. Der Mamadou Yansane ist einer der 13 Zöllner aus West- und Zentralafrika, die im Workshop lernen wollen, wie sie Schmuggeleien schon in ihrem Heimatland auf die Spur kommen können. Die Röntgenausbildung und vor allem die Sensibilisierung für verdächtige Gepäckstücke sind das Hauptziel. Alles sehen aber auch die besten Augen nicht. Ce matin, après avoir fait ce ciblage-là, heute Morgen haben wir die Flüge schon mal sortiert und dann haben wir festgelegt, was unser Hauptaugenmerk sein soll. Heute schauen wir auf Elfenbein, aber selbstverständlich müssen wir auch andere Waren im Auge behalten, zum Beispiel Zigaretten in grossen Mengen. Auch am Flughafen Zürich gehen die Zöllner immer wieder abenteuerliche Schmuggelobjekte ins Netz, wie die Gegenstände hier zeigen. Die 13 afrikanischen Zöllner leisten mit ihrer Ausbildung in Zürich einen Beitrag zum Schutz von geförderten Tieren, so die Idee des Projekts. Wir sind eine Art Botschafter. Wir gehen jetzt heim und bringen unseren Kollegen bei, was wir gelernt haben. Techniken zum Kontrollieren und Aufspüren von Wildtierprodukten. Gerade weil viele afrikanische Länder nicht so modern ausgerüstet sind wie der Zürcher Flughafen, wird vor allem auch Papierarbeit gemacht. Dabei stehen nicht immer nur wilde Tiere im Fokus. Auch ein Karton mit Kosmetika wird untersucht. Von unserer Seite lernen sie einfach grundsätzlich, wie tut man die Risiken richtig analysieren, wie tut man Sendungen richtig kontrollieren. Und das macht man natürlich in allen Risikobereichen gleich. Das heisst, ob es jetzt Betäubungsmittel sind, ob es gefälschte Markenartikel sind, ob es gefälschte Medikamente sind, ob es Elfenbein ist. Das Vorgehen ist eigentlich immer das Gleiche. Auch wenn die 13 Zöllner mit viel Interesse hinter ihre Arbeit gehen, Illusionen machen sie sich nicht. Wir haben viele Sachen gelernt, die wir möchten anwenden, aber es gibt halt Einschränkungen. Es ist ein Kampf, wo wir hoffentlich mit kleinen Schritten langsam etwas verändern können. Wichtig sei vor allem auch, dass Kontakte entstehen und man sich gegenseitig versucht zu helfen. Wie alle Befragten sagen, ist ihnen nämlich bewusst, dass sie nur mit guter Arbeit vor Ort die Schätze im eigenen Land schützen können oder es wenigstens probieren.